Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Gothic 2 und die Nacht des Rabenmeron. Wir waren hier an der Mine stehen geblieben, mit noch zwei Drachensnappern da stehend. Die Trolle waren schon draufgegangen, da fliegt ein Stein. Tja. Schauen uns einfach mal um. Verdammt. Das sind Echsenmenschen. Warum sind da jetzt schon Echsenmenschen? Die sind mies. Die sind mieser als Orks. Das gefällt mir gar nicht. Oh, da ist ein Drachenjäger. Ist das Gorn? Ach nee, das ist zweimal Kurgan. Nehmen wir den anderen. Okay, der will nicht mit uns reden. Hokorn? Ist hier auch Hokorn? Nee. Ach so. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung. Wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferd. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Mich direkt. Kommt da durch. Mich direkt. Weswegen warst du im Knast? Das werde ich dir auch auf die Nase binden, was? Ihr Magier steckt doch mit den Paladinen unter einer Decke. Nee, mein Lieber. Vergiss es. Pff. Was hast du an? Keine Mana-Tränke. War ja klar. Haben wir was zu verkaufen? Oh ja, jede Menge Ork-Waffen. Paladin-Schwert. Brauchen wir auch nicht. Der Kram noch weg. Holzverlags. Brauchen wir auch nicht. Schauen wir mal. Bringt die Feuermagier-Robe auch noch 75 Gold. So. Kaufen, können wir auch nicht viel. Ich brauch 50 Gold. Nee. Das war schon ein ganz schöner Haufen Geld. Ich glaube, wir können da unten durch. Mal gucken. Tja, gehen wir mal nach da hinten.
Oh, hier sind noch ein paar Jäger. Du schon wieder? Volko. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Wir haben den Eisdrachen noch nicht mal umgelegt. Oh, ihr seid alle kaputt, Leute. Ich muss hier irgendwie... Schnell weg. Greifen mich jetzt 4 Viecher an? Wie viele Leute? Ohne Witz? Nein, nur 2. Ich krieg dich noch! Oh, verdammt. Junge, mach das ja nicht nochmal. Ich krieg dich noch. Ja, sei still. Erstmal Mana aufladen. Und dann kriegst du voll auf die Fresse. Das bringt auch nicht so viel. Wag es das ja ist doch nie wieder mich anzugreifen. Was für ein Schwachsinn, du hast mich angegriffen. So ein Schwachsinn, warum sind die kaputt? Warum denken die, ich habe den Eisdrachen gelegt? Ich muss erstmal zum Berg. Und ich muss das erstmal schaffen. Und dann muss ich noch die schaffen? Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche stärkere Zauber. Ich könnte da hinten mal noch gucken, ob da noch irgendwer Interessantes ist. Da die da hinten ja eindeutig kaputt sind. Ich wusste auch nicht, dass Silvio da hinten schon steht. Ist das eine Pflanze? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ja, nur weil ich einmal zu viel klicke, brauchst du mir nicht immer den gleichen Satz sagen. So. Ne, hier steckt aber auch keiner mehr. Das haben wir tatsächlich auch schon ausgeraubt. Ist hier irgendwer? Hallo? Juhu!
Auch keiner da. Hab ich die auch schon leer gemacht? Sieht so aus. Oh, hier leben noch Paladine. Und ich sollte mir irgendwie Mana auffüllen, aber ich habe echt nichts mehr an Pflanzen da. Das ist echt schlecht. Ach du Schande. Die ganzen Getränke geben mir immer nur einen Mana-Bonus. Das ist doch zum Kotzen. Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Inos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Naja, immerhin nochmal 150 Erfahrung. Braucht trotzdem noch 900. Was steht denn hier? Zwei Rods und zwei Cyphers? Alles klar bei dir? Diese Stiefel bringen mich nach oben. Die neue Rüstung ist zwar klasse, aber wieso müssen die Riemen an den Stiefeln bloß so festsitzen? Mache ich sie lockerer, fallen sie mir fast von den Füßen. Wo hast du die Stiefel her? Bennett, der alte Haudegen, hat sie uns Drachenjägern angefertigt und hat sich den Mist auch noch großzügig bezahlen lassen. Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann stopfe ich ihm die Dinger in den Rachen und hol mir erstmal mein Geld wieder zurück. Was ist los? Ach, dieser Stiefel. Und was machst du jetzt? Du kannst Fragen stellen. Ich kaufe mir erstmal neue Stiefel, Mann. Wow. Nettes Lager. Du sagst es. Hier stinkt's wie im Schlachthof. Überall tote Viecher und vermoderte Bäume. Wieso kann ich sagen, der Sumpfdrache ist tot? Hä? Hey, you. Wieso? Der dürfte gar nicht tot sein. Oh, ich glaube, ich habe mir durch meinen Bugfix noch einen anderen Bug reingeholt. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch doppelte Viecher. Also, doppelte Menschen hier stehen. Und hier steht nichts. Der Wald müsste doch jetzt voller... Ungeheuer. Da liegt ernsthaft der Sumpfdrache. Okay. Und von den Sachen kann ich natürlich nichts mitnehmen. Nö. Aber sein Herz kann ich mir auch nicht mitnehmen. Also ich könnte mir jetzt auch nicht das Inos Auge aufladen. Oh Mann. Hier ist etwas reichlich schief gegangen. Verdammt.
Ja, liebe Zuschauer, das tut mir jetzt gerade mal leid. Hier liegt ein Toter. Ich werde mal wieder versuchen, bis zum nächsten Mal diesen Fehler auszumerzen. Ich kann jetzt aber auch gerade nicht sagen, woran es liegen könnte. Achso, einmal im Kreis gerannt. Ja, normalerweise ist das auch alles voll mit Echsenmenschen. Deshalb kann ich auch hier sagen... Oh, den Geldbeutel nehmen wir aber trotzdem mit. Hey, you! Aber es ist auf die gleiche Person verlinkt irgendwo im Spiel. Er hat die nur zweimal dargestellt. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinnes. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Ja, genau. Deshalb denkt auch Silvio, dass ich schon den Eisdrachen gelegt habe. Naja, also wie gesagt, bis zum nächsten Mal versuche ich das Ganze zu beheben. Bis dahin schaut auch in meine anderen Videos, frisch rausgekommen, der Test zum Steam-Controller, den ich euch noch schuldig war. Und ansonsten freut euch auf weiteres. Bis zum nächsten Mal. Ciao.